Spieldiagnose wieder on air hier im Landwirtschaftssimulator 2015, diesmal mit der Forstwirtschaft. Vor mir fährt der Frevel. Moin moin! Und wenn man jetzt ein bisschen nach hinten guckt, sieht man den Smirnoff hinter uns fahren. Servus! So, wir wollen uns ein bisschen um die Forstwirtschaft hier kümmern. Und dazu haben wir jetzt hier den Scorpion King schon im Einsatz. Wir werden uns hier ein schönes Stück Wald aussuchen und einfach mal ein bisschen Action machen. So. Suchen wir die Sachen bedient und so, das seht ihr auch bei uns im Video im Forest Tutorial. Haben wir da ein schönes Video dazu gemacht. Genau, genau das. So, ich glaube hier vorne ist hier Lichtung ist doch ein guter Platz für den LKW, ne? Smirnoff? Jo, ich bin schon auf dem Weg. Das ist doch gut. Ich muss mich schon mal im Voraus ein bisschen entschuldigen, ich bin leicht erkältet. Das ist ja kein Problem. Da kann man, da kannst du nichts für. Außer du hast zu wenig getragen. Ja. So. Dann gucken wir uns mal die Schnittlänge hier an. Machen wir auf, gleich mal auf 5 Meter. Beziehungsweise, ne, machen wir 2,50 hier. So. Dann sägen wir das Ganze doch mal. Und was auch zu beachten ist, gerade wenn man im Multiplayer die Forstwirtschaft macht, nicht zu viele Bäume sägen. Oh, meine Stücke rollen schon runter, schön. Komm zu mir! Das war jetzt nicht so ganz so clever von mir. Bleiben die beim Baum nicht liegen? Oh, doch. Die rollen runter. So. Nein, die bleiben da liegen. So, dann hole ich jetzt schon mal. Ah, die bleiben hier liegen, ja. Das ist gut. So, dann holen wir uns jetzt nochmal eben den Hackschnitzelwagen. So. Dann können wir auch schon gleich mal loslegen. Wir haben hier eine leicht modifizierte Version. Die haben wir schon mal vorgestellt als Mod. So. Fahren wir Richtung Wald und gucken mal, wo Smirnoff steht. Ich bin schon hier fleißig am Wegfräsen der Baumstämme, Baumstümpfe. Ah, sehr gut, stimmt, das mussten wir auch noch machen. Richtig, da war ja noch was. So. Ich versuch mal hier schon mal. Eieiei, wieso sägt er, ohne dass ich was gedrückt habe? So, jetzt um mir mal ein großes Holzstück hier zu greifen. Also, kannst gerade sägen, ja. Großen Ast. Wieso sägst du denn? Warte. Säg mal erst, wenn ich. Jetzt warte. Wenn ich fertig bin. So. Ja. So, warte. Hey. Den Ast unter dem Boden weggesägt. Ja. Jetzt lass das Zeug mal ruhig. So, geht doch jetzt. Wir häckseln es doch. Funktioniert doch einwandfrei hier, das Häckseln. Aber ich glaube, wenn ich jetzt loslasse, fliegt das Ding weg. Ja, lass mal. Oder? Na, es funktioniert. Ja, stimmt. Man muss ein bisschen reindrücken, damit das sich reinbackt. Oh, jetzt ist ein Stück weggefallen hier. Jetzt sieht es aus wie hier so, keine Ahnung, so ein Dübbel. Dübbeldi. Ja. Mein Tee kühlt ja noch gerade ab. Warte. Dein Tee? Lass mal. Ich hab lecker. Ja, ich lass. Ach, nein, nein. Muss lecker, noch lecker Zitronentee. Für meinen Hals, damit ich meine Stimme wieder reanimieren kann. Was wolltest du machen? Soll ich den... Oh, nein, nein, muss wieder auf die Britsche legen. Wow. So. Jetzt. Mach mal einen Häcksler aus. Ja, warte. Ist aus. Leg dir mal ein bisschen. So. Was denn? So meinst du? Ja, hier mal einen Schluck von meinem Tee trinken jetzt. Wenn er nicht viel zu heiß ist. Boah, viel zu heiß. Mist. Mach mal an. Das hat heißen Tee so an sich, dass der heiß ist, gell? Mal ja. Nur so als Hinweis. Soll ich vielleicht lieber warten, bis er kalt ist? Oder du trinkst direkt kalten Tee. Oder ich trinke direkt heißen Tee, was? Nee, direkt kalten Tee. Ach so. Ja, ist aber schwierig zuzubereiten. Stimmt. So. Da musst du warmes Wasser auffrieren. Aufbauen. Auffrieren. Fängt ja schon wieder gut an mit mir hier. Ja, ja, ich merke das schon. Aber ich eine Kohli? Was, ein Kohli? Eine Kohli. Kollision. Was, Kohli? Ach, Kollision. Ja, man versteht dein Schweizerdeutsch immer so. Ich hab Kohli gesagt. Ah, ich hab's verstanden. Hier, ich hab noch einen Zahnstocher.
Ich weiß nicht, ob wir den jetzt irgendwie reinkriegen hier. Guck mal, warte mal. Na klar, der geht rein. Ach, meinst du den Dicken da unten? Ah, jetzt. Ah, jetzt, ja. Eine Insel. So, Moment. Jetzt. Ja, also man muss die Zange wirklich in den Häcksler reindrücken. Warte mal, hier, der Buffalo, der schafft das Ding hochzuheben, der schafft alles. Der schafft ja auch einen ganzen Traktor hochzuheben. Echt? Das ist so unnormal, der Buffalo. Er schafft zwar sonst nichts, also... Ja genau, sonst schafft er nichts, aber einen Traktor hochzuheben, das kann er. Das kann er gut, der Buffalo. Vielleicht sollten wir unseren Geräten irgendwann nochmal Spitznamen geben. Oh. Also das ist Heidi. An alle Heidi-Zuschauerinnen jetzt, seid geehrt. Du bist schon so eine Heidi, ey. Achtung! Heidi Witzka, ey. Jetzt ist wenigstens der Durchfahrtsweg wieder normal, sozusagen. Kann man da wenigstens wieder schön durchfahren. Ja. Wenn wir sonst keine Sorgen haben, ne? Ja. LS15 ist ja so schön unverbuggt. Keine Bugs, keine Glitches. Nee, Quatsch. Cheaten Fall. Geht hier so ultra schwer. Ja. Geht so schwer, dass man nicht mal meinen Code dafür eingeben kann oder so. Nee? Ich frag mich, ich find's aber geil, dass manche Leute einen Geldmod scripten. Obwohl, dass man nur im Safe-Game in der Datei den Money-Stand verändern muss. Und ich krieg den hier gar nicht rein, hier. In die Fräse hier. Weil er einfach hinten überfällt vom Gewicht her. Oder? Jetzt? Lol. Jetzt ein bisschen geändert vom und wegbarer. Jetzt. Zack. Jetzt zieht er sich rein hier. Geht doch. Ja, ein bisschen Gefühl braucht man dafür schon. Das stimmt. Das ist alles Übungssache. Ja. Auch am Anfang denkt man sich, oh, Kran bedienen mit Maus ist übelst schwer. Am Anfang, ein paar Mal versucht irgendwas, nachher hat man das ganz schnell raus. Ja. War es zumindest so bei mir. So. Nice. Jetzt ist alles drin, oder? Ja, jetzt hat er sich ganz reingezogen. Sehr gut. Und Smirnoff, was macht der? Wo ist denn Smirnoff hin? Smirnoff ist weg. Klopf mal an die Scheibe. Ja. Ah, das ist schon draußen. Daneben. Oh, doch, jetzt geht's. Klar, jetzt der Tee sogar nicht bezahlt um das Rumstehen. Aus ihn zersägen. Suchen wir es mal mit dem Buffalo. Ja. Abnormales Ding, ey. Aber er kann echt den ganzen Stamm da heben. Krass. Ja, aber man merkt an der Füße. Ja. Wollen wir es versuchen zu zweit? Oh, warte. Meinst du, den kriegen wir in die Fräse rein hier? Why not? Ich zieh ein bisschen zu mir jetzt. Wenn nicht, haben wir sehr gekettet. Ah, fuck. Warte. Er zieht sich. Ja, der wird aber hier nicht mal weiter, Mann. Warte mal, ich steck mal hier ab. Nee. Nein. Der hängt hier unten, ja. Oder meinst du, kannst du hinten hochheben? Ja, versuch ihn hinten hochzuheben. Hol mal die Baumfräse. Was? Wieso die Baumfräse? Da kann man es gut hochdrücken. Ach so, die kommt nicht unten. Die kommt auch nicht unten drunter, oder? Doch. Die kommt unten drunter? Ja, musst du. Da kommen wir versuchen. Na, geht doch. Jetzt. Ja, er zieht. Oh Gott, das leckt aber auch gerade, wo er reingezogen hat. Oh. Ist ja auch nicht gerade der kleinste. Aber stell ab. Der bei mir zieht ist er nicht, sondern er ist daneben geflogen bei mir. Ja, jetzt auch gerade bei mir. Ja. Wir sollten einfach das Ding in etwas kleinere Stücke dann aufmachen. Warte mal. Ja, es war ein Versuch wert, aber. Schmeiß rein da in die Kiste. Was weg muss, muss weg. Wie der Kölner so schön sagt, gell? Was weg muss, muss weg. Das sagt der Hamburger auch. Köller, Love. Und Hello, nicht zu vergessen. Oh. Oh je, das wird lustig.
Super, wie er hinrollt. Ja, ja. Ja, aber immerhin, doch. Warte, doch, doch. Na. Gucken wir mal noch ein bisschen rein. Ja, wenn du nicht so blöd im Weg rumlaufen würdest, dann würde ich das auch machen. War nicht ich. Doch. Was man auch. Ja, ja, genau. Vor allen Dingen, weil ich ja hier im Buffalo sitze. Ja. Das nennt man Cheater. Ja. Geh runter, du fette Sau, du bist zu schwer. Versuch sie mal irgendwie hier runterzukriegen, dass er auf dem Boden liegt. Aha! Der will mich eher holen, dieses Scheißteil. Warte, stopp, stopp, lassen, hab ihn. Okay, sehr schön. So, jetzt aber. Geh rein. So, jetzt, komm. Letztes Stück hier noch, ja. So. Er ist halbiert. Da hast du deinen Spalter. In your face, ey. So. In your face, Baumstamm. Jetzt. Oh, nicht mit Kim Jong-Flo, ey. So nicht. Freunde der Nacht. Freunde der Baumstämme. Bugs haben immer Vor- und Nachteile. Was? Bugs? Mhm. Das habt ihr jetzt gerade gemerkt. Gemacht. Ja. Du hast auf seine Baumstämme haben hinten auf dem Buffalo ein bisschen rausgeguckt. Da ist er voll rückwärts gegen den LKW gefahren und hat so schön draufgeschoben. So, schmeiß mir Hexer bitte an. Ja, dumm kann man sein, man muss sich nur zu helfen wissen. Lol, Mann. Ja. So wird das gemacht, ey. Guck, 1 Meter Baumstämme. Ja, siehst du, das ist das, was ich dir vorhin zu dir gesagt habe. Den mit dem Skorpion zu nehmen, gleich darauf abzusägen. Das habe ich doch schon seit 100.000 Jahren gesagt. Ich dachte, du willst den ganzen Baum einfach drauflegen. Das habe ich vorhin gemeint. Nee, schön 1 Meter Stücke schneiden. Ich gehe jetzt mal eben kurz raus hier. Aus der inneren Sicht raus, damit ich das besser zeigen kann. Moment. Das ist die Krankenkamera. So. Und immer schön. Achtung. Oh. Ich habe ihn zu weit ausgefahren. Warte kurz. Ich habe aussehen. Ich wollte die Kameraposition wechseln. Ah, da funktioniert es wunderbar. So. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit versucht habe zu erzählen. Da musst du es auch mal sagen. Ich habe es jetzt einfach gemacht. Oder das? So, du tust schon dein Ding. Ja, ich weiß, was Kim Jong-Flo, euer geliebter Führer, weiß schon, was zu tun ist. So, kann man bitte die eine Hexe wieder anschmeißen, bitte? Ich mach jetzt mal Schnittlänge 2 Meter. Oh, ich hab hier auch einen Tannenbaum an der Kralle. Ups. Jetzt habe ich ihn kaputt gebackt, glaube ich. So, ja, in diesem Sinne, das war jetzt schon mal wieder Part 1 der Forstwirtschaft. Und 2 und 3 und 4. Nein, das war nur Part 1. Nur 1, okay. Part 2 und 3 und 4 und weitere Folgen in Kürze. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es, kommentiert es und falls ihr es noch nicht getan habt, warum auch immer, dann abonniert uns gerne. Und dann verpasst ihr auch kein Update mehr. Wenn ihr irgendwie Vorschläge habt, auch gerne Mods, die wir testen sollen, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Da freuen wir uns sehr drüber. Und, Anregungen, Kritik und auch sowas auch gerne. Das sowieso, ja. Ja. Und am besten, wenn ihr Kritik habt, schickt uns eure Adresse mit. Damit... Genau, damit wir euch ein Danke schreiben. Genau. Genau, das Danke schreiben. Das wollen wir euch dann gerne persönlich geben. Persönlich überreichen. Genau. Na, und dann euch dann auch nochmal fragen, warum ihr denn Kritik hattet und euch eines Besseren belehren, dass ihr vielleicht dann demnächst keine Kritik mehr habt. Sehr schön. Genau. Fredo, hast du noch was dazu zu sagen? Nö. Smirnoff wollte noch was sagen, ne? Nö, es hat schon, ist schon okay so. Ja, reicht schon so, ne? Ja. Reicht schon. So. Ja, in diesem Sinne, wir machen in der Forstwirtschaft im Multiplayer weiter, auch wenn ich irgendwann dann Nervenzusammenbruch kriegen werde. Aber ist nicht so schlimm, ne? Dann ist der Führer halt mal eben 40 Tage auf Kur. Oder wie lange war Kim Jong-Un weg? Ich weiß es gar nicht mehr. Der war weg.
Ja, der war weg. Der war irgendwie 40 Tage auf Kur oder so. Okay. Ich muss dann auch mal 40 Tage auf Kur oder so. Na, der Laden läuft ja auch ohne mich. Ah ja, Boss. Ja. So, jetzt den einen Stamm hier, den will ich jetzt mal fertig machen hier. Bevor ich das Video ausmache. Bevor ich mich verabscheue. So. Keine Krankamera hier drin, auch schön. Naja. So. Rein da mit dir! Hier steht so viel im Weg! Zack. Nom 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 nom. Wir fahren heute den Skorpion weg. Nom 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 nom. Es funktioniert! Nom nom. Oh. Ach, es funktioniert! Oh! Ich dachte, es wird nichts reingestreut, aber es wird doch was reingestreut. Nom nom nom. Hat den ganzen Stamm einfach weggefuttert hier. Sehr schön. Jetzt gucken wir nochmal zum Abschluss, wie voll unser Anhänger ist. So. 86%. Sehr schön. In diesem Sinne 86. Bis zum nächsten Mal, wenn ich hier fast zum Skorpion schlagen werde. Ciao, ciao. Ja, ciao, ciao.